Viele von euch schwanken zwischen dem Motorola Moto G5 G Plus und dem Samsung Galaxy A71. In diesem Video treten beide Handys gegeneinander an. Ich stelle die unterschiedlichen Daten der Produkte in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos bekommt ihr einen Sieger. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Design. In der Kategorie Design gewinnt das Galaxy A71 sehr knapp mit 49 zu 47 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 28 Gramm leichter, 1,3 mm dünner, 3,4 mm kürzer und 13,9% geringeres Volumen. Das Moto G5 G Plus hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 2 mm schmaler. Bildschirm. Im Bereich Bildschirm gewinnt das Galaxy A71 eindeutig mit 70 zu 50 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: besitzt bruch- und kratzfestes Glas und OLED bzw. AMOLED Bildschirm. Das Moto G5 G Plus kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 4,1% höhere Pixeldichte und 5% höhere Auflösung. Leistung. Bei der Kategorie Leistung gewinnt das Galaxy A71 eindeutig mit 86 zu 56 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 2 GB mehr Arbeitsspeicher, hat NX-Bit, hat dynamische Frequenzskalierung, hat AES, unterstützt Hardware-Virtualisierung, hat Trustzone und 4,7-fach höheres Benchmark-Ergebnis. Das Moto G5 G Plus hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 0,7% schnellerer Prozessortakt, 1 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 267 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit und 2,1 GB pro Sekunde größere Arbeitsspeicherbandbreite. Kameras. Bei der Kategorie Kameras ist das Moto G5 G Plus mit 78 zu 70 Punkten deutlich vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, 16,7% bessere Qualität der Videoaufnahme, 5,6% größere Blende bei minimaler Brennweite, hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen, hat einen CMOS-Sensor, 9,1% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera, hat eine Frontkamera mit 2 Linsen und hat einen vorderseitigen LED-Blitz. Das Galaxy A71 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 37% mehr Megapixel der Hauptkamera, 33% mehr Megapixel der Frontkamera und es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung. Audio. Beim Punkt Audio gewinnt das Moto G5 G Plus eindeutig mit 94 zu 58 Punkten. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil: hat eingebaute Stereo-Lautsprecher. Akku. Beim Punkt Akku ist das Galaxy A71 mit 65 zu 59 Punkten deutlich vorne. Das Moto G5 G Plus kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: 11,1% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften gewinnt das Galaxy A71 deutlich mit 82 zu 75 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: hat Typ-C USB-Anschluss, unterstützt ANT+, hat GPS und hat einen Kompass. Das Moto G5 G Plus hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 1,5-fach schnellere Downloads, 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, 40% schnellere Uploads und unterstützt 5G. Ergebnis. Das Samsung Galaxy A71 liegt in der Gesamtwertung mit 70 deutlich vor dem Motorola Moto G5 G Plus mit 63 Punkten.
Schaut euch unbedingt auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Produkte unten verlinkt. Wenn euch dieser Vergleich gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch eine Produkteigenschaft fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch gerne, für welches Produkt ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.